Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Wir sehen einen Regenbogen und wir sind am Verhungern. Gegen das Verhungern kann ich was tun. Gegen den Regenbogen nicht, aber da gehen wir gleich mal hin und hauen wahrscheinlich wieder ab, weil da immer noch dieses Dino-Vieh ist. Oh, wer bist du denn? Immer noch Robin. Na, sieh mal einer an. Na gut, du bist die Vogelbeobachterin. Du kannst gern nochmal weiterziehen. Dich braucht man vielleicht erst später. So, dann bin ich mal gespannt, was da am Ende des Regenbogens auf uns wartet. Der Logik nach ein Topf voll Gold, aber vielleicht auch nichts. Oder ein Monster, das kann natürlich auch sein. Das wäre aber nicht das, was ich jetzt erwarten würde. Und es wird wieder dunkel. Ach, schau, wieder so ein Vieh hier. Au. Ein schönes Gesicht. Ja, mit dem Panzer und ja, mit dem Zeug. Federn waren da. Ist es den Hühnchen wohl doch ordentlich an den Kragen gegangen? Na, irgendwie müssen wir hier die Ruine auch mal komplett abreißen. Muss aber nicht jetzt sein. Vor allem, da der Regenbogen so schön regnet. Nee, er regnet nicht, aber er glitzert so schön. Komischerweise in Regenbogenfarben. Na komm. Da unten ist was Weißes, da wo er aufhört. Da ist noch so eine Bauruine. Da ist ein Hündchen. Der hält sich sogar bei Nacht, das ist nicht schlecht. Hör mal auf rumzunerven hier. Will jetzt wissen, was da vorne so leuchtet. Das gilt auch für dich, Spinny. Nein! Schade. Wird aber nicht der letzte Regenbogen gewesen sein. Wird nicht der letzte gewesen sein. Na gut, hier sind noch Wölfe und schöne dicke Stämme. Lass die Kühe in Ruhe. Nein, habe ich keine Armbrust dabei? Doch, hier. Au. Sehr gut. Bin immer noch froh, dich als Begleiterin hier zu haben. Und den Wolf müssen wir auf jeden Fall... Achso, der fetzt sich nur mit Skeletten. Das darf er eigentlich ruhig machen. Ich habe euch gerettet. Wieso greift ihr jetzt mich an? So, hier mit dem schönen Zeug. Einer meiner nicht getroffenen Pfeile. Auch die Skelette greifen die Kühe an. Irgendwie müssen wir auch eine Kuhfarm aufmachen, wenn das hier geht. Wäre komisch, wenn das nicht gehen würde. Nur wie es geht, weiß ich nicht. Das bringe ich vielleicht mal in Erfahrung. Bis zur nächsten Episode. Kann ja sein, dass man wie bei Minecraft den ihr Lieblingsessen vor die Rübe halten muss und dann folgen die einem. Einen Zaun bräuchte man für die aber auch noch. Brauchen auf jeden Fall demnächst einen Viehstall, falls es denn möglich sein sollte. So. Schön die dicken Sachen hier abreißen, abhacken. Nein! Obwohl, ja, mach die Skelette vor dir platt. Kann sogar mithelfen beim Schieben. Ist das nicht toll? Ja, hat sich wohl ausgerollt. Danke, dass du mal wieder mitgeholfen hast beim Holzhacken. Ist ja ewig hier, seitdem du das wieder gemacht hast. Oh, Inventar ist voll, das ist nicht gut. Was können wir wegschmeißen? Nix. Wir können aber zumindest die Fackeln aufnehmen. So, dann können wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Eine goldene Kiste. Bewacht von ein paar fiesen, miesen Skeletten. Achso, ich will keine Fackel werfen. Ich wollte keine Fackel werfen. Mit Feuer wirft man nicht. Oh, da ist auch eine Armbrust. Ich habe auch eine Armbrust. Ich treffe damit aber nicht. Na, irgendwann schon. Wenn man
Oh, da ist sogar eine grün leuchtende Armbrust gewesen. Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Hier ist ein Knochen. Oder kann ich nicht mal mehr Knochen aufnehmen? Nee, tatsächlich 50 Stück im Inventar. Mehr geht nicht. Oh, eine Fackel. Ich habe hier gerade eine weggeworfen. Das eignet sich ja. Weizenkorn und Kürbiskern. Ja, farmen müssen wir auch. Das ist richtig. Und hier ist noch eine Fee. Ach, die hätte uns wahrscheinlich zu der Kiste da gelockt. Aber da ist ja noch eine Kiste. Ist sie gerade aufgetaucht? Da war ich einfach blind. Na gut, die Armbrust ist zumindest mal weg. Ein Inventarplatz mehr. Na komm. Nicht weglaufen. Aha. Zumindest aus ehrenhalber habe ich noch was getroffen. Ist ja gar nicht so schlecht. Was? Hier spawnen wieder Gegner. Und wo? Da! Nein. Du hast eine gute Spitzhacke dabei, oder? Nö, nur eine normale. Das sah aus wie eine weiße. Das wäre cool gewesen. Wenn die jetzt auch besseres Gear droppen lassen. Sah aber nicht so aus. Nochmal Knochen. Sprengpulver ist natürlich auch wertvoll. Raus mit den Knochen, her mit dem Sprengpulver. Und hier, ja, gut, die Fackel können wir nehmen. Was auch immer das bringt, 5 davon zu haben. Na gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt mal Richtung Heimat wieder. Inventar ist voll, voller geht's nicht. Doch, geht schon noch voller, wenn jeder Stack dann maximal gefüllt ist. Darauf müssen wir es ja nicht ankommen lassen. So, gehe ich richtig hin, fast zumindest. So. Sprinten nicht möglich, weil ich zu fett bin. Das ist natürlich dann verständlich. Gut, die hat sich um die Spinne gekümmert. Holz können wir zumindest noch ein, zwei Bäume aufnehmen. Und wieder so ein wunderbarer Sonnenaufgang. Da muss ich aber was anderes ausrüsten als die Fackel. Muss sich ja hier auch auf dem Screenshot, auf dem Thumbnail irgendwie lohnen. Ja. Genug Natur bewundert. Weiter mit dem Abbauen. Okay. Hat gerade vermutet, dass ich mein Inventar auch upgraden kann und bis jetzt einfach oben nicht den Schalter gefunden habe. Leider nein, leider gar nicht. Das Holz habe ich aufgenommen. Für ein Bäumchen reicht das noch. Und da sitzen wieder mal fiese Crash-Chest-Dummies rum. Ich mag Distanzwaffen in dem Spiel. Ja. Schön auf die Rübe. Na. Das war doch leicht. Gutes Zeug habt ihr nicht. Und ich hätte eh keinen Platz. Naja, für gutes Zeug habe ich immer Platz. So. Ich würde sagen, das reicht. Wir könnten zwar noch 11 Holz aufnehmen, aber wir können es auch lassen. Ich glaube, das wäre auch so ein Baumkandidat, den ich hier einfach stehen lassen würde. Der sieht so gut aus da in seiner majestätischen Pracht. Das wäre zu schade für den. Außerdem wäre das gar kein schlechter Wegweiser. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Denn hier mit dem Fleischi... Ja, das passt. Und das kann ich nicht einfach zerstören hier. Damit schon mal nicht so leid. Ich glaube, die Spitzhacke war effektiver. Ja. Wäre schön, wenn das Fundament weg ist, dass der Rest sich auch dazu entscheidet, dass er allein nicht überleben kann. Naja. Ah! Fällt doch nach unten.
Das fällt ja doch nach unten. Das ist gut. Hätte ich nicht mitgerechnet. So, und hier liegt jetzt überall Holz rum. Und was wollen wir anstelle dessen wegwerfen? Vielleicht die Eier. Vielleicht schlüpfen da neue Hühnchen. Wer weiß das schon? Ja, also nochmal 12 Holz hat es gebracht. Das ist ja wunderbar, ist es. Seide. Oh, die Panzer können wir, glaube ich, immer gebrauchen. Vielleicht nutzt man auch einfach diese Rollviecher zum Bäume ernten. Zum Bäume fällen. Das hat er gerade relativ gut gemacht. Ah. Ja, ist jetzt. Ihr müsst mir hier nicht immer auf dem Weg auflauern. Ich weiß ja, dass ihr Aufmerksamkeit braucht. Sucht euch doch jemand anderen. Also diese Holzteile, die wir da letzt gebaut haben, machen echt was her im Dorf. Die Bruchbuden am Anfang müssen wir jetzt mal Stück für Stück abbauen. Und wir haben wieder Kühe in der Nähe. Das ist schön. Die werden überall vor allem auch ihre Tretminen wieder hinterlassen. Dann haben wir nicht nur die Hähnchen, die uns alles voll kacken, sondern auch die Kühe. Ist das nicht toll? So, was können wir denn bauen? Also eine riesige Lodge, die braucht mehr. Die braucht auf jeden Fall noch mehr Ressourcen. Die würde ich aber ganz gern irgendwie hier in Wassernähe. Dann ziehe ich vielleicht einfach in die riesige Lodge. Ein anderes Objekt ist im Weg. Das ist aber schade. Ist es zufällig der Busch? Das lässt sich lösen. Auch wenn es der Busch hier ist. So, das gleiche probieren wir nochmal. Komm schon, schönes Wassergrundstück. Was für ein Objekt ist denn im Weg? Die ganzen Schafe und so? Ich glaube ja. Na, dann geht mal weg, bevor ich sauer werden muss. Na komm. Irgendwie muss doch gehen. Geh weg, Schaf. Das ist mein Ernst. Hier wird es gehen. Vielleicht noch ein Häufchen von denen im Weg. Nö. Geh weg. Geh weg. Kann ich den Schaf nicht auch wegschicken? So, hier. Oder nochmal so einen Wolf ans Camp locken, damit die weggehen. Jetzt ist es zumindest weg. Ja. Wunderschön. Grundriss ist am Wasser platziert. Sollte man mal ein bisschen Hochwasser kriegen, steht das alles unter Wasser und fängt dann an zu schimmeln. Aber daran müssen wir erstmal nicht denken. So, vielleicht machen wir die Grundplatten schon mal ran. Und dann widmen wir uns anderen Dingen. Anderen Dingen. Ach, da kommt's hin. Da kommt die lange hin. Würdet ihr mal aufhören, hier in meinem Baugrundstück rumzuwühlen? Dankeschön. So, Stufe 1 von 26. Ja, der Grundriss sieht okay aus, aber vielleicht für die Industrie doch nicht ganz so geeignet. Da wollten wir ja irgendwie, oder wollte ich das durch die Blockhütten ersetzen. Das müssen wir mal schauen, ob das geht. Ein verschlafenes Bett. Okay. Das ist, glaube ich, dann nur Deko. Heißt zumindest Möbel. Ist, glaube ich, auch noch Dekoration. Da. Brauchen wir erstmal noch nicht. Schöne Teppiche, die nach Eiern aussehen. Nach Spiegeleiern, um genau zu sein. Leitungen. Okay, eine Tränke. Vielleicht für die Kuhfarm dann von Bedeutung. Hier können wir auf jeden Fall auch Sachen einrichten. Ich mache mal die ganzen Anzeigen hier, die ganzen Ausrufezeichen weg. Zumindest einige. Finde ich in Spielen teilweise immer nervig, wenn es keinen einfachen Weg gibt, die alle als gelesen zu markieren. Ja, zumindest kann man hier relativ
unbedenklich drüber hovern und das zählt dann auch. Was habe ich denn jetzt noch übersehen? Da war ich doch schon überall. Naja, vielleicht habe ich einfach zu schnell gescrollt. Das kann immer passieren. Zäune. Plankengeländer, da müssen wir doch irgendwie was hinbekommen. Ich muss mir das bis zum nächsten Mal anschauen, wie man Tiere einsperrt und denen ein schönes, großes Gehege bauen. Wir wollen die ja nicht auf engen Raum halten, sondern dass die rundum glücklich sind, aber trotzdem wollen wir sie ein bisschen einzäunen. Festungspalisaden, achso, das sind nur Garnituren. Ich dachte, ich hätte auch noch richtige Palisaden. Also ich weiß zumindest, dass ich ein Palisadentor irgendwo habe. Das bringt mir aber nicht so viel ohne den Rest davon. So, jetzt sind mal alle Markierungen weg. Also hier ist ein Palisadentor. Aber ich brauche diese Teilelemente, damit man wirklich eine Mauer um das ganze Dorf ziehen kann. So eine riesige Lodge haben wir erst gebaut. Ein Baumstammhaus würde mich auch noch interessieren. Also diesen Wachturm, ob man den da oben auf den Berg hinsetzen können überhaupt. Ich probiere das erstmal aus. Macht ja nichts, wenn da mal ein Blueprint hängt. Müssen wir ja nicht zu Ende bauen. Und dann müssen wir echt was gegen die scheußlichen ersten Gebäude da tun. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal die Himbeeren nochmal mitnehmen. Mein Charakter wird sich demnächst wahrscheinlich wieder beschweren, dass er unter wahnsinnig großem Hunger leidet. Da müsste man natürlich was gegen tun. So, hier brauche ich erstmal eine Standardtreppe. Treppen, Standardtreppe. Kommen wir da hoch? Wunderbar. Irgendwie wird es klappen. Na komm. Und hier wäre es natürlich jetzt, wie sagen die Kids, Premium, wenn das gehen würde. Oh, das war gerade grün. Ja! Ja, das funktioniert. Dafür wäre man nicht genügend Holz haben. Also nicht für alles, aber zumindest für den Grundriss. Jetzt wäre natürlich die Frage wichtiger, können die Mobs, also die bösen Gegner, das zerstören oder nicht? Werde ich vielleicht auch mal googeln bis zum nächsten Mal. So, du willst gesetzt werden, das ist schön. Stufe 1 von 13 mal wieder abgeschlossen. Ach komm, das Geländer machen wir auch noch. Das Geländer machen wir doch auch noch. Und das Element. Gut. Inventarplatz sieht in Ordnung aus. Müssen aber wieder Holz hacken natürlich. Verbrauchen auch viel Holz. Ich hatte ja auch irgendwie ganz früher mal angekündigt, dass ich irgendwann mal farmen werde, ohne das aufs Let's Play zu tun. Also das einfach zu cutten. Dann mit, keine Ahnung, 10 Stacks Holz in irgendeiner Truhe dann wieder zuschalte. Ich glaube, das wird demnächst mal passieren, weil wir so viele Ressourcen bauen. Ich habe gerade so viele Ideen, die man eigentlich noch umsetzen könnte, aber will jetzt auch nicht, dass ihr mir nur beim Holzhacken zusehen müsst. Deswegen irgendwann demnächst werde ich mal ankündigen. So, jetzt gehe ich Ressourcen sammeln. Schau darauf, dass ich keine Progression mache, keine Monster so wirklich töte oder loote. Zumindest nicht neue, die wir nicht kennen, sondern einfach hier mal alles rode, was mich nied- und nagelfest ist. Ich glaube, das wäre so langsam angebracht. Braucht man natürlich noch eine gute Kiste. Gut, die kann ich noch aufnehmen. Wahrscheinlich würde ich einfach so eine 16er Kiste füllen mit Granit und eine mit Stein. Und ja, eine mit Granit, eine mit Holz und dann können wir schön bauen. Weil ich finde, da ist deutlich mehr Freude dabei zuzusehen, als wenn jemand wie bekloppt auf den 300. Baum in Folge einhaut und versucht dabei noch irgendwie unterhalten zu sein. Das wäre so der Plan. Aber jetzt erstmal Inventar sortieren, auch eine sehr unterhaltende Angelegenheit. Vor allem bei meinem Ordnungssystem. Was ich schon früher, der Baum hier direkt in der Mitte, da direkt vor mir, sieht man vielleicht, ist mir schon früher aufgefallen,
Der wird auch nicht abgeholzt. Der sieht so ganz anders, wollte ich gerade sagen, der sieht so anders aus als jeder Baum, der hier sonst noch rumsteht. Und dann steht hier links einfach noch einer. Ah, manchmal bin ich dämlich. Ah, trotzdem, den in weiter Entfernung würde ich auch nicht unbedingt abbauen wollen. Genau, was braucht man denn für das nächste Upgrade vom Dwarf? Was braucht man denn? Ach, da oben. Marmortafel und Rohrbernstein. Rohrbernstein ist ein Edelstein, den man auf den Tafelbergen im Dürretal finden kann. Okay, dann müssen wir irgendwann demnächst auch in ein Dürretal. So, Inventar, wie sieht's denn damit aus? Gar nicht gut. Kann ich denn so eine Kiste machen? Also, bauen, verlassen, das wollte ich gerade nicht machen. Möbel, Lager, Kiste, Knorrenwurzel. Hätten wir mal nicht alle verarbeitet. Wusste doch irgendwie, braucht man die noch. Dann wird es mal wieder Zeit für eine Höhle. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen Ordnung schaffen. Ich habe hier meine Monster-Loot-Kiste, nicht die, sondern die andere. Da kommen noch einmal Knochen dazu, aber die wird demnächst auch... Ja, der Platz wird ausgehen. Die braucht definitiv auch einen Freund in naher Zukunft. Irgendwie Ordnung reinkriegen, ist ja scheißegal. So, Seide haben wir nochmal. Fleisch, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob das mehr Essen oder mehr Drop von einem Monster ist, obwohl die Kühe hier nicht besonders monströs wirken. Das war in West of Loathing anders. Ah, sieh mal einer an, das haben wir noch gestapelt bekommen. Das ist auch wertvolle Ressource. Fleisch, Essen, mal hier nach rechts. Dynamit, keine Ahnung wohin damit. Schubsaftbeeren, also Dynamit und Ding. Müssen wir vielleicht einsortieren. Ja. Die Unordnung tut mir gerade ein bisschen leid. Na gut, das ist voll. Ich habe nicht mehr einzusortieren hier vielleicht. 14 Fleisch, eine Anzahl an Himbeeren, Schubsaftsamen kommen natürlich woanders hin. Das Fleisch legt man aber noch gleich auf den Grill. Dann ist das schon mal weg. Ist hier jemand Neues gerade angekommen? Ritzel! Das ist aber kein guter Name für eine Frau. Freut mich, dich kennenzulernen. Du siehst aus, als wärst du handwerklich begabt. Zu Hause in meiner Welt bin ich als Mechanikerin bekannt, aber hier kannst du mich Ritzel nennen. Wirklich einer der ungünstigsten Namen für Frauen. Es freut mich, immer neue Freunde kennenzulernen und du bist da keine Ausnahme. Juhu! Ich habe mein Bett auf einem dynamischen Fundament aufgestellt und jetzt brauche ich einen neuen Schlafplatz. Ich bleib heute Nacht in deinem Dorf. Na gut, Frau mit einem der ungünstigsten Namen, willst du bei mir schlafen? Lebe in meinem Dorf. Ah, shit. Die braucht noch ein Bett. Glaube ich zumindest. Hier. Ritzel. Ja, lebe in meinem Dorf. Fortfahren. Zu bevölkert. Ich weiß immer noch nicht, wie man Leute rauswirft. Vielleicht geht das hier nicht. Okay. Wieder. Ich widme mich wieder meinen Kisten. Fleisch brät, so soll es sein. Hier ist zumindest ein bisschen Dynamit gut aufgehoben. Konditionsding brauchen wir gerade nicht. Ach, was soll's. Sah mal da nach rechts. Genau, und ansonsten, ach, Schaufel haben wir auch noch nicht probiert. Wir können auch Felder anlegen, aber das müssen wir auch nicht jetzt in dem Moment machen. Pfeile würde ich mal wieder da einsortieren. Ich glaube, wir werden gerade angegriffen. Meine Leute haben das im Griff. Na gut. Das klingt immer noch nicht so gut. Gut, dann können wir noch mal ein bisschen hier... Vielleicht so ein Spinnenzeug nehmen, so Seide. Doch, 30 Seide, machen wir 30 Seidenfäden.
Dann ist das zumindest schon in der Produktion. Komm schon. Ja, ich kann F drücken, aber das ist auch nicht schneller, als ich mit der Maus drücken kann. So ein alles platzieren Ding wäre doch mal gut. So, die kann man aufnehmen. Und jetzt, was können wir noch Schönes craften? Wir haben natürlich auch die Spielsachen. Das Sprengfass wäre vielleicht gut gegen die Dinosaurier. Okay, ich bin wieder am Verhungern. Kleine Düse. Befestige kleine Düsen an bestehenden Gebäuden und dynamischen Objekten. Was bringen denn die Sachen? Aktivierungsschalter. Kann man sowas wie einen Helikopter bauen? Naja, erstmal runter mit dem Fleisch. Erstmal runter mit dem Fleisch. Ja, noch eins. Bringt vielleicht Glück. Aber echt, hier läuft einfach jeder Hinz und Kunz ins Lager, als ob es ihm gehören würde. Ah, gegen die Skelette müssen wir auch was tun. So, was können wir noch machen, außer Spielsachen? Die einfachen Hütten habe ich so langsam satt. Die Garagen auch. Müssten wahrscheinlich dann wirklich so kleine Blockhütten bauen, die hier eben die Sachen ablösen, wo wir drin Holzproduktion, Steinproduktion und sowas machen können und vor allem für unsere Dorfbewohner. Ich glaube, das machen wir jetzt erstmal als nächstes. So. Was machen wir denn mit dem Gebäude? Das können wir auch irgendwem zuweisen. Oder hier können wir ein Lager draus machen. Auch ein bisschen klein für ein Lager. Gut, besser als alles, was wir haben, aber auch nicht so ideal. Haben wir gerade die Möglichkeit, Beleuchtung zu machen. Möbel, Beleuchtung. Ich werde gehauen. Ich hau zurück. So wie sie es gehört. Beleuchtung, Beleuchtung, Beleuchtung. Warum auch immer das ein Möbel ist. Zeitlose Lampe, Lichterloh, das braucht nur Ranken, das ist in Ordnung. Die holen wir doch gleich mal. Bist du tot? Nö, ein braves Hähnchen bist du. Ja, da freust du dich. Gut, wo sind die Ranken hin? Hier nicht, hier nicht. Ah, da ist noch Fleisch, das nehme ich direkt in meinen Stick. Muss hier nicht verkommen. Ah, da sind Ranken. Haben aber auch nicht mehr so viele, muss ich sagen. Wichtig finde ich, dass das oben schön leuchtet. Da wusste ich ja nicht, ob das mit dem Lagerfeuer geht. Nee, sieht also hier zumindest nicht so aus. Macht vielleicht auch Sinn. Dann wollen wir aber hier noch einmal Lampen aufstellen. Am besten auf den Geländern. Und hoffen, dass sie so stark wie möglich sind bei Dunkelheit. Na komm. Und eigentlich, nicht immer im Weg rumlaufen. So, vielleicht hier noch eine hin. Na komm, platzier. Ich will dich doch da einfach auf die Ecke setzen. Ja, aber nicht so. Ah, glaube, ich kann das wieder abreißen. Ja, ist zum Glück dann nur auf die Lampe gegangen. Kommt schön aufs Eck, aber nicht drüber. Ja, ja, jetzt. Jetzt ist es so, wie es sein sollte. So. Himbeeren, Himbeeren, Himbeeren. So. Dann würde ich aber sagen, ich nehme kurz mein Holz und baue noch zwei Kisten hin. Das war ja auch Möbel, Lager, kleine Truhe. Ach, das braucht jetzt wieder Planken. Da war ja was. Davon haben wir ein Glück genug. Machen wir auch gleich nach, so viel wir können. Ah, dann eben mit F. Klingt auch nichts. So, nehmen. Dann würde ich sagen, ich setze. Na, komm mit. Hier erstmal zwei schöne Kisten hin. Und noch eine.
Na, irgendwie gescheit gespaced, so dass es nach was aussieht. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Gut, und dann würde ich meine Drohung wahr machen. Bis zum nächsten Mal fülle ich die rechte Kiste mit Holz, die linke mit Stein und dann können wir wieder einige schöne Sachen machen. Müssten wahrscheinlich erstmal in die Höhle gehen für mehr Knorrenwurzel. Ja, genau, so wird es dann sein. Dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.